Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Direkt weiter geht's mit den Antwortvideo und Antwortvideos zu den ganzen Fragen. Vor allem halt hauptsächlich wieder die Frage: Sind das gute Pokémon für mein Level? Das ist echt erschreckend, wie viele Nachrichten ich bekommen habe. Bei mir auf Instagram steht zum Beispiel jetzt gar nicht mehr die Anzahl der Nachrichten, sondern da steht einfach nur 99 und dann Plus. Und das Krasse ist, die 99, also die 100, haben wir schon vor ein paar Tagen erreicht und es kommen immer noch neue Nachrichten rein, also ich will echt gar nicht wissen, wie viele Nachrichten das sind. Echt sehr erschreckend, dementsprechend jeden Tag ein Video jetzt, bis die abgearbeitet sind. Facebook bisher glaube ich nur so 5 Nachrichten und Twitter eine, also falls ihr da irgendwie schreiben wollt, habt ihr auf jeden Fall bessere Chancen als Instagram, weil Instagram die Nachrichten echt unmenschlich, was da abgeht gerade. Allgemeines zum Segment, also einfach Fragen stellen. Pushen, entwickeln, Level, was weiß ich, Shoutouts, Levelaufstiege, egal was. Per PN, Twitter, Facebook, Instagram, wobei wie gesagt Instagram echt gerade überfüllt ist. Irgendwelche Fragen könnt ihr auch schicken, per PN oder halt unten in die Kommentare. Das wird alles beantwortet, oder das meiste auf jeden Fall. Kommt auf die Frage an. So, fangen wir mit dem Kollegen Hendrik an. 100% Angela geschlüpft, richtig saftig. Soll ich das pushen? Du hast eh nur 28 Bonbons, also erstmal nicht. Und selbst wenn du mehr Bonbons hattest, nein. Und Grüße von Tryhard Mode, alles klar. Dann Emmerich, Level 37 geworden, super saftig. Glückwunsch, Shoutout. Edler Nico, Level 33. Schauen wir mal. Despota 96, Dragon 98, Dragon 96, Dragon 91, Garados 98, Galaxo 87, über 3000. Galados 91, 2,9, okay. Random Hyteria. Galados 98, also sieht top aus. Vor allem die ersten 4, Hammer. Dann ein paar über 3000. Ist auf jeden Fall sehr, sehr solide. Dann von Heartless Diffuser. 100% Ditto. Sehr, sehr saftig. Den habe ich auf der Perch Night gesucht. Aber einer ist gekommen. Ich habe extra in die Gruppe geschrieben. Oh mein Gott, jetzt muss ich ein bisschen ragen. Als die Perch Night angefangen hat, ich habe extra in die Gruppe geschrieben, falls einer irgendeinen Hutut oder so, Gatfratz oder so, Taubsi, 100% fängt und es zu einem Ditto wird, soll er es direkt in die Gruppe schreiben. Was passiert? Keiner schreibt. Und dann, irgendwann, dritter Tag oder so, in der Früh schreibt einer, hey, 100% Ditto, habt ihr das auch gefangen? Und ich denke mir so, du, ich will keinen Ausdruck sagen, wieso konntest du das nicht sagen, wo du den gefangen hast, weißt? So richtig dummer Typ. Da habe ich echt richtig Aggro geschoben auf. Aber egal, 100% Ditto, richtig saftig. Dann von Lenny, 98 Tigerclock, fragt, ob er das pushen soll. Oder er fragt, ob er damit weiterlaufen soll, damit er Bonbons bekommt zum Pushen. Also zum Entwickeln erstmal und dann möglicherweise pushen. Nein, von denen gibt es genug Nester irgendwann. Bestimmt gibt es irgendwann wieder Wasser-Event oder so. Also mit solchen Sachen würde ich echt gar nicht laufen. Dann von Niklas, Level unbekannt, Pokémon. Despota, Dragoran, Garados, Lugia 98, Galaxo auf einmal 2-4. Ah, ein Geowatz okay, Machoma ist auch okay, Aquana. Auf jeden Fall ein guter Mix. Zweites Bild irrelevant. Auf jeden Fall ein guter Mix und 98 Lugia nicht schlecht. Ein Despota, ein Dragoran. Ich sag mal solide, Level leider unbekannt. Dann von Paul, Level 22. Ihr wisst, sehr, sehr ungerne. Ihr könnt schon sehen, auf Platz Nummer 9 Kingler mit 1,5. Ursa gegen 1,5, also sehr, sehr ungerne. Was ich sagen kann ist, das Flamaga ist schlecht mit 88. Machomai ist saftig mit 93. Obwohl ATK leider nur 13 ist, was leider das Schlechteste ist. Also ATK ist das Wichtigste. Da sollte man immer drauf achten. Und Lugia Zapdos. Wie gesagt, kein Kommentar zu Leuten unter Level 30. Da kann man echt noch gar nichts sagen. Dann von 14, Max 14. Level 34, knapp 35. Nein. Ja doch, knapp 35 und knapp an Sternstaub. Wer ist nicht knapp an Sternstaub? 96 Dragon, nicht schlecht. 91 Relaxo, nicht schlecht. 98 Despota. Wie im Video gestern bereits erwähnt, so viele Leute haben gute Despotas. Und so viele haben auch 100er Despota. Da bin ich echt neidisch. 69 Dragon, nicht so top. 98 Garados. 87 Gagados, 100er Aquana, nice. Was ist das? 34.
bisschen schwach für 34 auf jeden Fall. Das eine, 96er Dragon gefällt mir. Despota kann man noch ein bisschen pushen, aber ansonsten ein bisschen schwach für 34. Fast 35 sogar. Dann von, ich nehme an, Niklas B. Level 32, kleine Stadt, 86 Dragoan, 93 Rizoros, 91 Garados, Rizoros, 52 Dragoan, ich nehme mal an, wild gefangen. 65 Dragoan nehme ich mal an, auch an, wild gefangen. Genauso wie 42. Oh, 32. Die Wildfänger sind halt nice, aber die werden nicht gepusht und dementsprechend irgendwann nicht mehr in den Tops. Und wenn man dann nur die 4 betrachtet, ist es doch ziemlich schwach. Aber er ist erst 32, ja. Sehr, sehr ausbaufähig, würde ich sagen. Potenzial nach oben. Dann von Leon, Pogo Instinct. Level 31, PS, Despotat 87%. 87, das stärkste. Level 31. Ah, Hyterga, 91 Aquana, 93 Garados, Lugia, 1 Dragoan, Galaxo. 71 Despotar. Ist okay. So, dann als nächstes von Marco. Level 33. Stärkstes Pokémon Lugia 84. Despotar, Dragoran 73. Galaxo 96. Okay, Rizoros. Garados. 33. Nur 3 über 3000. Einer davon 73%. Das Galaxo ist nice. Da unten ist irgendwo noch ein Despotar. Shiny Garados irgendwo da unten. Ah, schwach. Schwach. Auf jeden Fall ein bisschen schwach für 33. Dann von David, 1. Euer Hong wollte fragen, ob ich das pushen soll. Hab kein gutes Lavita und kein besseres. Und kein besser Despotar, habe bereits 1 hochgepusht mit der gleichen IV. 441 Bonbons. 89% kannst du pushen, ja. Netzwerk auch zu sehen. Also, das kann ich jetzt nicht sehen wegen dem Screenshot. Weil das nicht reingepasst hat, aber wie viel WP der bereits hat. Ich nehme mal an, ein Raid-Pokémon. Also Level 20 nicht so stark, aber kannst du pushen. Dann von Felix, Level 26. Ihr wisst, unter Level 30 nicht so, aber die sehen nicht schlecht aus so auf den ersten Blick. 2 Dragoran, ein Galaxo, ein paar Rizoros, ein paar Garados, ein Aquana. WP ist für 26 okay. So um die 2,5, 2,6 paar und IV ist unbekannt, aber guter Mix. Und bist auf einem guten Wege. Davon 19, Timo 03. Level 26. 2 Dragoan, 2 Lugia, 2 Garados, 1 Despotar, 1 Aquana, 1 Donphan. Was ist der für ein Level? 26. Und der davor war 25, oder? Ne, auch 26. Wenn man es im direkten Vergleich miteinander setzt, ist der erste, der Felix, viel besser. Also was heißt viel? Also kleiner Unterschied auf dem Level, aber wenn ich die zwei vergleiche, dann muss ich sagen, auf jeden Fall schwach. Dann von Jan. 36. 91 Dragoan. 98 Despotar. Jeder hat ein gutes Despotar irgendwie. Despotar 91, Despotar 91, Dragoan 98, Galaxo 91. 200er, 98 Rizoros. Sieht top aus. Sieht gut aus, ja. Die Despotars vielleicht ein bisschen höher pushen. Vor allem das 98er, das hätte ich bereits auf Max gepusht für dein Level. Sechstes Tiso Demi. Level 33. Hier oben kann man sehen, gerade erst frisch geworden. Glückwunsch dafür. 100er Dragoran, 100er Galaxo, sehr nice. 98 Galaxo, auch sehr nice. Garados, Aquana, Rizoros. Ah, 33. Ist okay für 33. Die IVs, die Top 3 sind halt sehr, sehr nett, aber wo bleiben die Despotars? Nur ein Dragoran. Bisschen wenig, über 3000. Dann Domi, 33. Da, direkt, der direkte Vergleich. Der ist 33 und der davor war auch 33. Der hat über 3000, der erste. Und ein Garados knapp unter 3000. Er hat hier zum Beispiel 4 schon bereits über 3000. Und 3, die ganz, ganz knapp unter 3000 sind. Dann hat er hier 2 Dragoran. 100er Zapdos, sehr nice, Glückwunsch. Und 100er Lugia. 2 98er Despotar. 100er Garados, 93er Galaxo. 100er Dragoran, sehr, sehr nice. Saftig, saftig. Dann von Chiwen, nenne ich ihn mal. 27 Dorfspieler. PS auch gelb und coole Videos, danke. 27 und Dorfspieler, gar nicht schlecht. 2 Lugia, Galaxo, 3 Despotar, 1 Dragoran.
sehr schlechtes Garados, aber ist auf jeden Fall okay für 27 und Dorfspieler. Dann von Julian, 30 und Dorfspieler, fahre fast jeden Tag in eine kleine Stadt in der Umgebung. Despota, Despota, Kokowai, Machomai, Gengar, 30. Ganz klein wenig schwach für 30. Vor allem, also die Top-Pokémon sind wie immer ausreichend. Und dann auf einmal, ja, die Tatsache, dass zum Beispiel sowas wie Machomai und Gengar in den Top ist, zeigt ein bisschen Schwäche. So, als nächstes von Fabi, Level unbekannt. Hat zwei Garados, ein Despota. Der ist wahrscheinlich so unter 30 sogar, würde ich sogar sagen. 93 Zapdos, Aquana. Ist okay, ist gut, oder? Ja, ist gut. Dann von Marius, Level auch unbekannt. Aber Despota 86, Dragon 91, Galaxo 91, paar Garados, Lugia. 100er Donphan, sehr nice. Ist ja echt schwer ohne Level. Aber ist gut auf jeden Fall. Dann von CK. Frage, entwickeln, 96 Dratini. Warten, du hast nicht mal genug Bonbons für Dragoran. Also, da auf jeden Fall noch warten. Sechstes Rickard. 29 Dorfspieler. Lugia, Garados, Despota. Aquana, Aquana, Rizeros, Rizeros, Flamagat, Lavados. 2-1 ist in den Top 9. Aber Dorfspieler, was soll man machen? Trotzdem ein bisschen schwach für Dorfspieler. Natürlich sind auch die Dörfer verschieden. Es gibt bessere und schlechtere Dörfer, aber ich sag mal allgemein ein bisschen schwach. Dann von, oh mein Gott, was habt ihr für Namen? ZLXKI. Level 30, Dorfspieler. Schaut, der ist zum Beispiel nur ein Level höher. Auch Dorfspieler. Und hat ein bisschen bessere Pokémon. Ist gut, ja. Dann hier von Wähler. Melvin, PG wahrscheinlich. Level 38, Dorfspieler. 7 Stops, 3 Arenen, alles klar. Despota, Dragon, Dragoran, Garados, Hytera. Alles vertreten. Alles auch relativ gut IV. Auch gut gepusht. Also er hat 6, 9. Achso, Level 38 ist er schon. Aber trotzdem. Sieht solide aus. Dann von Ich bin cool. Gerade Level 30 geworden, Glückwunsch. Dragoran ist 100. 30. Galaxo 96. Simsala, Akani, Quana. Bisschen schwach für Level 30. Dann, der letzte für heute von Malte. Level 33. Despota, Dragon 98, Garados. 100er Hytera, nice. Aquana, das nice heißt, okay. Donphan 96, nice. Galaxo, noch ein Despota und dann Kokowai. Mit deinem zweideutigen Namen. Level 33. Ist schwach für Level 33. Nur 2 über 3000. Ist leider ein wenig schwach. So, das war's. Danke für alle Einsendungen. Auch wenn es jetzt echt übertrieben ist und die Nachrichten gar nicht mehr aufhören. Auf jeden Fall die Woche jetzt. Jeden Tag eins von diesen Antworten-Video, weil ansonsten wird das nie weggehen, nie abgearbeitet werden. Und falls ihr immer noch weitere Fragen habt, immer her damit. Egal. Soll sich der Haufen stapeln. Über Instagram, Facebook oder Twitter. Per PN oder auch allgemein irgendwelche Fragen hier unten in die Kommentare und dann schauen wir mal, wie lange ich da brauche, um alles abzuarbeiten und zu beantworten. Aber irgendwann wird alles beantwortet und abgearbeitet. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf den ganzen Social Media Sachen. Vergesst nicht, Pokémon ist just Business.